Deadly Premonition Folge 29 und wir müssen schnell zum Seehaus, weil da Thomas in arger Bedrängnis ist, weil da vermutlich der Regenmantelkiller wartet. Da stand gerade Episode 2, 10 oder so, das zweite Opfer. Oh oh. Das ist ja nicht gut. Wer wäre denn das zweite Opfer? Wissen wir noch nicht. Oh, schau mal, ein Autorennen. Wie die Framerate gerade am Rumsterben ist, oder? Ach. Fährst du immer so besoffen? Ja, rechts. Ah. Fahren wir richtig? Weiß ich nicht. Wo ist denn? Wir haben noch keine Zeit. Fahrt zu. Das ist das Seehaus von Becky, zu dem wir müssen. Und der Becky noch gleich. Das war die Freundin von Dings, oder? Von dem einen Cowboy-Typen, oder nicht? Nee. Ich glaube schon. Ich habe alles vergessen. Interessant ist, wenn du mit Blaulicht fährst, dann wird York immer aufgeregter. Ja? Ja. Echt? Ja. Aber wer kann es ihm verdenken? Wir werden ja auch immer aufgeregter. Das ist geil. Was ist dann, wenn er voll aufgeregt ist und stürzt er sich schreiend aus dem Auto, oder was? Ach, da habe ich auch so geiles GIF gesehen. Was denn? Ja, auch bei irgendwie bei Kotaku, da ging es irgendwas Dramatisches, was dann so dramatisch doch wieder nicht ist, aber für Fanboys halt irgendeine gute Nachricht. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist halt so ein GIF, wie einer durch so ein Fenster springt. Aber mit so einer Lässigkeit und so einer... mit so einer, wie nennt man denn das? Determiniert, so wie einer, der halt vor Freude aus dem Fenster springen wird. So wie der eine Typ, der der alten Frau ins Gesicht tritt bei dem anderen GIF. Ja, so ein bisschen wie der typische GameTube-Zuschauer, wenn eine neue Folge da ist. Genau. Ja! Nicht wie bei den Simpsons, wo die Leute immer vor Angst aus dem Fenster springen und dann wieder zurückspringen, weil die Nachricht noch nicht so schlecht war. Das war auch ein bisschen der Grund, warum unsere Kanalentwicklung so stockend vor sich ranschreitet, ja, weil die Leute sich aus dem Fenster stürzen. Da gibt es eine Dunkelziffer. Wie viele Leute GameTube so geil finden, dass sie danach zu Tode kommen, absichtlich. Nein, aber wir sollen ja über Suizid keine Witze machen, nee. Hat neulich mal einer geschrieben. Ja. Ach komm. So, nur noch 1000 Yards. Schau mal, du hast unendlich Benzin. Geil, den behalten wir. Das gilt bestimmt nur in Missionen. Das heißt, wenn wir jetzt Thomas nicht retten, sind wir benzinmäßig unantastbar. Sind wir der Benzinpate von, wie heißt der Ort? Greenvale. Ich hätte Greendale gesagt. Aber ich bin ja auch kein Fachmann. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass wir einmal anscheinend auf Anhieb den korrekten Weg hier hingefunden haben. Ohne auf die Karte zu linsen. Wir haben die düstere Ahnung, dass das Let's Play noch ungefähr 20 Jahre dauert, deswegen... Einfach geradeaus drüber! Ja, ja, das ist die Lösung. Und eine Medaille noch eingesammelt. Stopp! Ah, siehst du, wie es reden kann. Sorry. That's all he would say since I got here. Quint, tell me, what did you see in there? Damn. Did you see the raincoat killer? Thomas, did you see Nick here? Oh, Becky! No. When I got here, he was already like this. Now he should be here soon. Call George and tell him to get over here. And wait out here. I'm going inside. Once they both get here, follow George's orders, okay? Yes. But Agent York, isn't it dangerous to go in there alone? Don't worry. Zach is with me. Zach, let me smoke one first. I need to clear my head so I can take everything in.
Da haben wir doch in der letzten Folge schon erfahren, dass Becky tot ist. Oder was haben wir denn in der letzten Folge erfahren? In der letzten Folge war nur der Notruf, dass bei Beckys Haus dieser Regenmantelkiller gesehen wurde und vielleicht was Schlimmes passiert ist. Ach so. Zack, they're here too. I had a nasty feeling about this. Let's hope it's not a big welcoming party. Secrets. Juhu, Gefieße. Wie schnell wird das wieder verfluchen werden, oder? Mhm. Oh nö, das ist schon wieder auf Idiotenmodus umgestellt. Falsch, ja. Wo wollte ich hier? Wollte ich hin? Zieleinstellungen. Ich habe ja neulich mal Tomb Raider weitergespielt ein bisschen. Und es mal auf normal probiert. Ging eigentlich auch so weit. Ja, aber wird es einfach besser. Ah! Ah, ja, du wieder, hau ab! Nicht gedrückt! Bist du tot? Meinst du? Dürp, sagt er gleich. Weich aus! Jetzt haut er wieder ab, oder? Was ist er nur für einer? Hat denn York bisher jedes Mal, bevor so eine Sequenz angefangen hat, geraucht? Ich glaube ja. Das hat mal einer geschrieben, gell? Meinst du, die Kippen sind einfach schlecht? Wie ist denn das? Du kennst dich doch damit aus, so. Was wird, mit Rauchen? Ja, wird man dann immer so mordgeil? Nicht immer. Es kommt auf die Marke an und auf die Umgebung. Das ist ein diffiziles Gleichgewicht, das man da austarieren muss. Okay. Wenn du zum Beispiel mittwochs eine Lord Extra rauchst, dann ist die Gefahr hoch, dass du deine Ehefrau abschlachtest. Okay. Kinder, ihr wurdet gewarnt. Ich muss übrigens kurz festhalten, können wir hier drüber? Ich glaube nicht. Nee, oder? Das ist, glaube ich, ein unüberwindbares Hindernis. Dann halten wir hier durch, oder? Nein, Kinder erstens gar nicht rauchen, zweitens wenn, dann nicht Lord Extra. Das ist die Moral von der Geschichte. Drittens nicht die Ehefrau abschlachten und viertens schon gar nicht mittwochs. Übrigens in der Prioritätsreihenfolge. Die Ehefrau erst an dritter Stelle nicht abschlachten. Nanu? Wie viele Kinder überhaupt Ehefrauen haben? Umgekehrt. Naja, lassen wir das. Zack, that's a strange coincidence. Look. Red velvet. Just like the place where Anna was murdered. Was ist denn jetzt los? Kann einer den York rebooten? Das ist jetzt das neue Sägewerk, glaube ich. Ja. Halt! Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Meinst du denn, der Regenmantelkiller ist vielleicht sowas wie ein Golem? Also so eine Art Monster, das man beschwören kann, um ungeliebte Menschen umbringen zu lassen? Nicht die schlechteste Theorie. Aber wer... Das ist also mehr oder weniger, es gab einen Killer, der
Anna tot wollte und der hatte Becky als Komplizin dabei und jetzt war Becky vermutlich im Begriff zu reden und deswegen hat er jetzt den Regenmantel-Golem auf die Becky angesetzt. Klingt plausibel. Aber wie beschwört man den Regenmantel-Golem? Man muss sich diese ganze furchtbare, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast, Reihe am Stück anschauen. Weil das noch nie jemand geschafft hat. Ich habe den ersten gesehen und ich glaube den zweiten auch. Ich wette, da gibt es inzwischen irgendwie 8 Teile oder so. Aber es zählen doch nur die mit der einen, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie viele Scream-Filme ich gesehen habe. Wieder gibt's da 4 oder so. Das ist eine Spieluhr, sehr gruselig. Es hat sich immer noch nicht aufgeklärt, wo dieses Babygeschrei vorhin in dem Sägewerk herkam, oder? Vom Baby. Ja, kein Scheiß, Sherlock. Tür auf. Hast du denn im Raum vorher schon alles entdeckt? Da war noch eine zweite Türe, die wir hätten. Achso. Irgendwas schreit da und hier ist alles voll mit Schaufensterpuppen, Igitt. Ja, da stöhnt doch irgend so ein Monster. Wo denn? Ich höre euch doch. Wie, warte mal, wie mach ich's? Da hinten steht der. Wo? Da rechts, oder? Ja. Das sah nur so aus. Ohne mich. Geh mal raus. Vielleicht kommen jetzt hier stärkere Monster, vor denen man sich wirklich verstecken muss. Aber auch noch, hier sind überall die schwarzen Flecken, wo wir wieder rausspawnen können. Hinter dir. Nee, da vor dir. Jürgen! Dass vielleicht jedes Mal, wenn dieser Regenmantelkiller beschworen wird, auch tote Menschen beschworen, die Seelen der in diesem Ort dahingerafften zurückkommen. Und dass dieses Don't Kill Me gar nicht uns gilt, sondern dem Regenmantelkiller, der die damals alle umgebracht hat. Das ist aber sehr höflich. Alles wie aus irgendeinem Bastei Lübeck-Groschenheft. Oder aus einem Wes Craven-Dreh. Hallo? Was hat denn das Brennen angefangen? York Morgan, FBI-Profiler oder so. Am Bahnhof gibt's sie dann. Das Schloss des Schreckens. Der Regenmantelkiller. Ich würd's kaufen. Jetzt brennt sie überall. Ich hab sowas nie gelesen auf Perry Roden und so. Irre gehen nicht in Flammen auf, wenn das Licht. Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht ist. Egal, wie die sind. Den haben sie noch gar nicht zitiert, oder? In dem Film. Müsste doch auch noch so. Das Till Dawn? Ja. Der ist, glaube ich, zu neu. Ja? Ja, York mag doch mehr so Trash als in den 80ern. Stimmt. Auch nicht unbedingt Trash. Meinst du, das hier hat irgendeine Bewandtnis? Dass das da alles so eingezäunt ist? Oder ist es bloß, dass man da so. Ganz nicht, bestimmt. Nicht aufhält. Schön. Will die Spieluhrmusik lauter oder will ich mir das ein? Schau doch mal auf die Karte. Naja, okay. Sind denn es noch 20 ist das Ohren? Neue Sägewerk. Ach ja. Was mich hier sehr anmacht, ist die Farbpalette. Da hast du von Grau bis Rot alles. Und Grau bis Rot sind ja, wie unser Kanaldesign zeigt, nur die urhässlichsten Farben, die es gibt. Ja! Au, ja! Heiß! Rot und Grau gibt's auch. Heißen beide übrigens Blau-Grau.
Guck mal! Brennen ja wie Zunder. How about that? Ja, das ist doch gut zu wissen. Also wir müssen jetzt gar nicht auf die schießen lassen. Da, guck. Was das an unendlicher Munition spart. Oh yeah! Vielleicht solltest du nicht mit dem Stahlrohr alles kaputt schlagen, sondern drauf schießen, weil Stahlrohr ist nicht unendlich Stahlrohr. Folgen Sie mir, junge Dame? Lassen Sie mich Ihnen helfen? Ja. Ja, nun? Hallo? Das war jetzt irgendwie schmerzhaft. Wie genau von Bullock, oder? No! Was ist denn jetzt? Also, das war einmal der Synchronsprecher von Daffy Duck. Au! Winchtig wie am Lachen Spaß dann. Ist ja auch Spaß dann. Ganz schön was los hier. Haben die denn alle hergezogen, wo man eine Art Spawn-Einrichtung, die man kaputt machen muss, dass die mehr nahe kommen? Du musst einfach mal aus dem Raum raus langsam. Super. Was gibt's hier? Die gute Tomatensoße. Was ist hier so? Dann gehen wir einfach mal. Tschüss. Ein Orden. Den haben wir uns verdient. In der nächsten Folge dann mehr ordenswürdige Aktionen bei Deadly Premonition. Bis dann. Servus. Tschüss.